Tatü, tata, Rettung ist nahe. Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Aber war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Das ist diesmal aber nun wirklich nicht meine Schuld. Also noch weniger als sonst. Weg mit dem Dreck. Da oben nutzt er mir wenig. Da oben nutzt er. Aua! Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Ganz schön wackelig hier. So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen. Das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Beweg dich endlich! Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! So war es nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na, warte. Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein. McChronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Thank you.
Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. Ding Dong, aufwachen! Was? Wo? Huch! Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. 3. Was hast du vor? Na was schon? 2. Stopp, nicht! 2,5. Du wirst uns noch umbringen. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. 1. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer, die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen.